Ich sag's ja, der Anfang, der ist sehr zäh. Man muss viel kleines Gruppzeug killen. Ja, die Levels hier... Oh Gott, nee, ich glaube gegen den Pilz, das brauchen wir gar nicht erst probieren. Die Levels hier sind auch in so einzelne Kartenabschnitte unterteilt. Da lädt er zwischendurch immer mal wieder. Okay, lässt sich die Belly mal die Zukunft sagen, ne? Mal gucken. Meister der Barbaren bewachen den Eingang zu Schloss Craven. Euer Kampf gegen sie erscheint oft in den Visionen der Zukunft, okay. Was heißen die Farben unter den Chars? Das zeigt an, wie viel Gesundheit die noch haben. Also grün ist gut oder ganz gesund. Gelb ist dann halt schon ein bisschen verletzt. Ich habe zum Beispiel nur 2 von 7 Lebenspunkten noch. Und rot ist kurz vor Tod und blau heißt außer Gefecht. Fettwanst Ork, ja. Ich glaube, durch den Wald kann man später auch gehen, wenn mindestens 2 Charaktere Pfad finden gelernt haben. Pilgerwagen. Freunde, erlaubt mir, euch meine Spezialkreation anzubieten. Ein magisches Elixier, das euch Kraft für den Kampf garantiert. Ich will nur 100 Gold für eine Flasche meines Stärketrankes. Ja, gut, nehmen wir mal mit. Erhöht er dauerhaft oder nicht? Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. Benutzen Machttrank Seuche. So. Ja, okay, erhöht nur vorübergehend. Dann kämpfen wir aber noch ein bisschen gegen ein paar Goblins, würde ich sagen, ne? Okay, Shena ist schon wieder K.O. Also Shena, wie... Oh, meint ihr das ernst mit den Orks hier? Alter, ach nee. Ach nee, ja, ich guck mal, wie viel es Heilen im Tempel kostet. 160 für eine Heilung, ne? Ja, aller Anfang ist schwer. Gut. Hat denn der im Laden, hat er vielleicht neue Ausrüstung, damit wir uns ein bisschen bessere Waffen holen können und so? Hat er sogar, ne? Messing-Ringpanzer. Wenn ich jetzt die Werte noch wüsste, weiß ich aber nicht. Komm, ich glaube, einen Ledermantel können wir noch gebrauchen. Ja, ich glaube, einen Helm noch. So, Waffen, ja. Kann noch jemand einen Kurzbogen benutzen? Oh ja, der Dieb kann doch einen Kurzbogen benutzen, okay. Dolch, Kurz... Ja, die Waffen sind alle nicht so toll. Schauen wir mal. Die werden natürlich in den besseren Städten auch besser, die Waffen. Nüppel, Messer, ist halt alles nicht so toll, aber komm, noch ein Kurzbogen, das ist schon mal gut. Bitte den Kurzbogen auch anlegen, Belly. So, wer braucht denn noch einen Helm? Die Belly hat schon einen. Hier, Yollum, der Zauberer, der kann noch einen Helm tragen, ne? Ledermantel auch noch für solche. Gut, haben die noch mehr Ledermäntel? Ich glaube nicht, ne? Aber gucken wir mal. Verschiedenes Lederstiebchen, ja, Leder... Nee, leider... Nichts allzu Gutes mehr. Ja. Gut, machen wir weiter. Was? Ihr gläubigen Subjekte von Königrecht bringt die Kugeln der Macht zu Schloss Whiteshield. Stimmt, ich glaube, da kann man sich dann später aussuchen, wen man unterstützt. Zarbs Hütte, die Bank. Ach ja, da kann man, glaube ich, wirklich Geld reinlegen und innerhalb eines Jahres kriegt man dann 3% Zinsen oder sowas. Seifer der Kartenmacher. Wollt ihr das Kartografieren lernen? Kostet 25 Gold. Ja komm, das geben wir dann mal den Gebildeten. Also gebe ich einfach mal mir und dem Yollum. So, ich glaube, dann können wir jetzt... Ja, okay, dann können wir da jetzt Karten herstellen. Ja toll. Komische Jobs, nein. Für 50 Gold eine Woche arbeiten kann man zwar machen, aber es lohnt sich nicht. Es lohnt sich wirklich im Effekt nicht. Der Ruf des Abenteuers ist der Ruf zu ziehen. Kommt wieder, indem ihr heim sagt. Das ist ein kleiner Hinweis. Später gibt es so magische Portale... Und, ja, ich renne mal die Tür ein. Vielleicht packen wir die Riesenratte ja diesmal. Da kann man durch die magischen Portale damit zurückreisen. So, Elementarpfeil. Feuer! Ach, Mist. Riesenratte ist davon nicht beeindruckt. Scheiße, wenn das auch alles noch daneben geht, ne? Okay, Elementarpfeil reicht schon wieder nicht. Ja, am Anfang, da ist man so underpowered. Das ist schlimm. Okay, die Riesenratte ist tot. Wir haben die erste Riesenratte besiegt. Way, dann können wir bald trainieren. Yay! Okay, ihr seht, wir können jetzt schon 3 Pfeile abschießen. Da können wir auf Entfernung ein bisschen Schaden machen. Okay, Shena ist wieder außer Gefecht. Gut, Elementarpfeil reicht Mana nicht mehr. Bei mir auch nicht mehr. Hier, die Faust. Ja! Scheiße, jetzt bin ich auf Wegrennen gegangen. Ach, Mann. Nein. Wir brauchen die Belly. Doch, die Belly ist doch hier... Oh, vielleicht kriegen wir es trotzdem auch ohne Belly hin. Das war verklickt, das war nicht gut. Okay. Hat ja geklappt. Wie sieht's mit Trainieren aus? Und? Was sagt er? Oh, zwei... Belly kann aufsteigen, gut.
Shayna kann auch aufsteigen, aber Shayna ist ja bewusst, dass B-Mid kann aufsteigen. Ja, wir anderen brauchen halt noch ein bisschen Erfahrung. Komm, dann schlaf mal. Shayna kann auch aufsteigen. So. Damit verändern sich dann natürlich alle Grundwerte und so. Und wir stehen im Kampf natürlich schon wesentlich besser da. Ich glaube, wenn wir hier so Stufe 5 haben oder sowas, dann können wir einiges wegownen. Hat man unendlich Pfeile? Ja, hat man. Da muss man nicht drauf achten. Aber besser kriegen wir noch bessere Bögen. So. Okay. Also hoffen wir, dass wir die packen. Aber ich bin jetzt schon zuversichtlicher. Das läuft ja jetzt schon wesentlich besser. Elementarpfeil, komm, mach Feuer. Wird schon bei irgendeinem passen, ne? Jawoll! Jawoll, jetzt läuft das schon. Elementarpfeil, ach, Kälte mögen Ratten bestimmt nicht. Feuer, alles daneben. Oh, du hast jetzt auch schon 16 Mana-Punkte. Das war ein guter Vorteil, aber trotzdem ist Behemoth K.O. gegangen. Gut, schauen wir mal, kommt da noch was? Ah, diese Gruben, da kommt man eventuell nicht mehr raus. Das ist das Problem. Gesucht, Artefakt des guten Belohnung, trefft Breitos auf Schloss Whiteshield. Okay, Schädelgeizhals, was? Freunde, ich baue einen Schrein für die 5 Mächte und brauche Ornamente dafür. Wollt ihr mir helfen? Ja. Man sagt, dass Silberschädel auf der Insel verstreut sind. Bringt mir 5 und ihr werdet belohnt. Okay. Da haben wir also schon einen Quest gekriegt. Ich weiß nicht, was dahinter kommt. Guck mal einfach mal auf gut Glück. Lager. Scheiße, und die Viecher können zaubern, ne? Naja. Ja, gut, war keine gute Idee. Auch nicht im Kampf, ey, komm. Dieses Mr. Wizard-Hilfe, ich glaube, da kann man sich irgendwie heilen lassen oder sowas, aber das kostet Erfahrung oder so. Es war irgendwie ganz schlecht. Okay, also ich weiß, dass ich das dann nie verwendet habe, weil es einfach zu arg war, weil der Verlust zu groß war. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier am Brunnen. Ja, ich glaube, wir müssen dann ein bisschen mit den Blasenmännern üben, ne? So, Nahrung haben wir noch für 3 Tage, müssen wir noch nicht in die Schenke, okay. So, jetzt werfen wir hier eine Münze ein und dann kommen halt die Heinis, ne? Mit denen kann man halt am Anfang gut trainieren, aber es dauert ein bisschen. Ja, komm, hier, Feuer. Feuer. Und, achso, du bist Belly, du kannst nicht zaubern. Du bist Shayna, du kannst nicht zaubern. Ich kann wieder zaubern, hier. Yep. Yep. Es ist gut, dass der Behemoth jetzt schon 16 Mana-Punkte hat. Das lohnt sich dann schon. So. Na, ging natürlich daneben. Meine Mana ist leer, gut. Meint ihr, wir packen noch eine Truppe? Ich glaub's zwar eigentlich nicht, aber versuchen wir es halt mal. Ah, man kann es ja versuchen, aber... Nee. Ja, das war's dann mal wieder. 91. Mann, ist das lang her, ne? Okay, dann, ja. Da müssen wir halt nochmal schlafen, bevor wir die nächsten probieren. Da müssen wir jetzt halt hier so ein bisschen rumgammeln. Ist ein bisschen assi, aber es funktioniert. Also ich finde es halt ein bisschen lame, aber mit einer neuen Gruppe muss man sich da wohl so durchspielen, ne? Warum geht das alles immer daneben? Ja, super, wenigstens Behemoth trifft. So. Und noch ein Elementarpfeil, wieder daneben. Super. Aber wir müssten ja jetzt gleich noch ein paar mehr leveln können, wenn wir die fertig haben. Ja. Dann sieht das Ganze auch schon wieder besser aus. Super. Wenn wir Behemoth mit seinem Faustangriff nicht hätten, ne? Ja. Ist jetzt schon ein wichtiger Teil der Gruppe geworden, ne? Und ansonsten halt die Nahkämpfer. So, komm, das reicht doch jetzt, oder? Das reicht doch jetzt. So, solche kann in Stufe 2 aufsteigen. Yay. So, Yolum kann aufsteigen. Shayna kann sogar schon in Stufe 3 aufsteigen. Glaubt ihr es? So, ja, okay. Gut, dann versuchen wir es nochmal, Behemoth Hype. Ja, also der Faustzauber ist nicht zu unterschätzen, wenn man dann erstmal auch richtig gelevelt ist. So, mal gucken, wie lang es jetzt dauert, ob wir mit denen nicht besser fertig werden. Was, haben wir auch gleich neues Mana gekriegt mit dem Stufenaufstieg? Das ist doch gut. Hey, ich habe auch mal was getroffen. Wuhu, wer hätte es gedacht, ne? Und Yolum triffst du auch, Yolum trifft auch. Ja, super. Super, läuft ja fast hier. Ah, solche ist sogar noch unverletzt. Der kommt wahrscheinlich unverletzt aus dem Kampf raus. Jawohl. Komm, schmeiß mal gleich noch eine Münze rein. Die packen wir doch, oder? Kann sein, dass das jetzt leichtsinnig war von mir. Kann aber auch sein, dass wir das einfach gut packen, ne? So, komm, hier, Feuer. Nein, nicht. Okay. Komm, den macht die Belly doch selbst fertig, den einen, der da noch ist, ne? Also, genau, den Verwundeten.
So. Mehr Elementarpfeile oben, mein Mana ist leer. Aber unser lieber Behemut kann noch... Muss mir die Porträts noch einprägen, damit ich weiß, wer ist, ne? Ja, komm. Seht ihr, jetzt kommen wir doch schon besser zurecht. Aber gegen die Riesenratten und gegen die Horde Blasenmänner da hinten bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Ach ja, die Edelsteine, die braucht man übrigens für spezielle Zauber. Die kann man nur erbeuten. Die kann man sich nirgendwo einfach so verdienen. So. Okay, also trainieren. Ohne trainieren geht's halt nicht. Sag mal, wieso hat denn der Behemoth schon so heftig getroffen eben? So, bitte, hier Elementarpfeil. Immer Feuer, immer Feuer. So, zaubern, Feuer, zaubern, Feuer. Na. Okay, Behemoth, du bist schon K.O. gegangen. Ist das schlimm? Wundert mich, weil sonst hatten sie doch Behemoth irgendwie ein bisschen verschont, ne? Da war doch eher ich da, der als erstes umgekippt ist. Ich weiß nicht, vielleicht packen wir doch mal drei. Gucken wir mal, ne? Die verlieren leider kein Geld, aber man kann da halt wirklich ziemlich gut trainieren. Immer an die Zauber denken, immer an die Zauber denken. Ja, ein Zauber geht noch hier. So, komm, den packen wir doch auch. Bam. So, super. Jetzt reicht es doch bestimmt wieder für einen Aufstieg. Da wollte ich nicht hin, ich wollte da hin. Immer auf den Priester, ja. Die haben dich ja teilweise mal so ein bisschen ignoriert. Okay, es reicht nicht für einen Aufstieg. Scheiße. Ich meine, sollten wir nochmal rausgehen? Ich weiß nicht, vielleicht sind ja ein paar neue Orks da, ne? Schauen wir mal. So, falls wir eigentlich zu alt werden sollten... Oh, shit. Alter, das konnte man doch irgendwo sehen. Ja, genau, Alter, falls wir zu alt werden sollten, könnte ich auch per Cheat irgendwie das Datum zurücksetzen. Aber vielleicht können wir das ja auch vermeiden, weil wir schnell genug vorankommen. Ich finde so eine Zeitbegrenzung eigentlich eh blöd. Braucht das Spiel doch gar nicht. Die wollten halt nur verhindern, dass man wohl einfach die ganze Zeit shoppen geht, um dann unendlich viel Geld zu haben. Ah, gegen die Orks. Naja, wir können sie besiegen, aber da gehört ein gutes Stück Glück dazu. Oder wir müssten unseren Tempel nochmal heilen lassen. Ah, das ist blöd, weil unser Geld dann langsam zur Neige geht. Eieiei. Belly ist weggerannt. Warum ist Belly weggerannt? Habe ich eine falsche Taste gedrückt? Ich glaube, wir packen die. Ich glaube, wir packen die. Ja, komm, soll ich im Raum einen Zauber? Jawohl. Jawohl. Komm, den müssen wir doch packen. Den müssen wir doch packen. Ach, Feuerzauber. Nein. Faust. Ah, shit. Hat geklappt, hat geklappt. Zwei bewusstlos, aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Level up mal schauen. Ja, ist nachts über geschlossen. Ja, komm, dann muss man halt nochmal schlafen. Dann brauchen wir bald wieder neue Nahrung, aber für zwei Tage reicht's noch. Man kann auch nicht mehrfach auf Vorrat kaufen. Es reicht immer nur so für so lange, wie die Taverne halt hergibt vom Essen. So, der Reiter, ja. Behemoth kann aufsteigen, hey. Behemoth, wie hast du das gewusst, dass du aufsteigen kannst als Einziger? So, okay, ich weiß nicht, gab's hier noch was Schönes? Ah, da ist zum Beispiel so ein Portal. Flüchtige Formen schimmern auf der Scheibe wie Reflexionen auf Wasser. Sprecht euer Ziel und ihr werdet hinfortgetragen. Nennt euer Ziel mein Arsch. Ja, nee, Arsch gibt's nicht. Aber wenn ich jetzt heim sag, dann landen wir wieder hier in der Stadt, ne? Die restlichen Codes, die kenne ich leider nicht mehr auswendig. Da müssen wir mal gucken, ja. Da hinten in dem Lager ist so viel los. Ich weiß nicht, sollen wir mal unter die Erde gehen? Ich glaube, das werden wir nicht überleben, aber... Ihr betretet die Fountainhead-Höhle. Da brauchen wir Licht oder eine Fackel. Licht, das kann doch der liebe Seuche zaubern, genau. Vampirfledermäuse, okay. Elementarpfeil. Die sind schon wieder fast zu schnell für uns. Dafür, wenn wir sie treffen, treffen wir sie gut, ne? Habe ich den Eindruck, ja. Ja, okay, dann machen wir hier mal weiter. Boing, boing. Ah, und die Musik, ne? Oh Gott, vergiftet, deswegen hat man auch die Zauberer dabei. Grüner Dampfblubber in dem Fass. Wollt ihr untertauchen und suchen? Ja, natürlich machen wir das. Ja, komm, das mache ich. Ich bin auch schon vergiftet. Heiliger Silberschädel, yay. Mit dem Gift, ich weiß nicht, ob man da dann nur Abzüge kriegt oder so. Ja, sieht so aus. Komm. Fledermäuse. Oh, komm. Einfach abgeschossen hier mit Pfeil und Bogen. Ist doch cool, ne? So, wollt ihr untertauchen und suchen? Ja, ich bitte. 400 Gold. Das ist doch schon mal gut.
Ihr könnten auch Geheimwände sein, aber da wir halt noch keinen haben, der das Talent hat, Wände abzuchecken, ist das halt blöd. Mach ich wieder. Gut, das war nur Gift. Ich bin bewusstlos. Ist ja egal, wenn man vergiftet ist, ne? Ja, komm, da guckt Yollum jetzt mal rein, weil er auch schon vergiftet ist. Belly der Panikbär. 750 Gold. Yollum hatte Glück. Goblins, okay. 10 Goldstücke. Diese Beile. Ich glaube, die muss man einfach über sich ergehen lassen. Okay, hier sind wir ja reingekommen. Man kann hier so einen Sidestep machen, genau. Da muss man sich nicht nochmal Schaden abholen, wenn man sich umdreht. Was? Sucht die Schlitzerkultfestung in Druidenheim, okay? Das ist schon jetzt einfach so an der Wand, weil ich mich zufällig umgedreht habe, ne? Ach du Kacke. Das könnten zu viele für uns sein. Nee, sind's aber nicht. Wir sind mittlerweile gut genug gelevelt. Juhu. Okay. Immer daneben schießen. Ja, immer Paroli bieten. Solche Phant-Hammer-Axt. Ist das nicht eine bessere Waffe wie die Axt? Kann das dann nicht die Belly nehmen? Korallenhammer-Axt sogar. Die hat dann Spezialfähigkeiten. Ich weiß zwar nicht, was das Attribut Korallen bringt, aber... Oh, das ist eine zweihändige Axt. Ja, aber komm, für die Belly als Barbarin, ne? Guck mir doch mal. So, Shena muss doch looten. Ja, okay, dann darf das nächste Mal der Shena in so ein Fass gucken. Ich glaube, jetzt sollten wir mal nächtigen und zurückgehen. Jetzt ist die Frage, solche lebt nur noch. Gut, okay. Momentane Aufgaben. Findet Morphose den Beschützer von Fountainhead und befreit ihn aus seiner magischen Zelle. Gut, solche, wir brauchen bitte nochmal Licht. Dankeschön. Jetzt müssen wir aber bald hoch. Wir haben noch für einen Tag Essen, genau. So, da hinten sind diese Altäre. Ich weiß nicht mehr genau, was die gemacht haben. So, jetzt darf mal Shena untertauchen. Oh, das Gift wird nicht geheilt, wenn man mal rastet. Das ist schade. So, komm, nochmal der Shena. Der Shena hat voll Glück, der kriegt mir voll viel Geld im Moment. So, der Alter von Shuji sagt, für 100 Gold lehre ich euch den Orientierungssinn, dass ihr immer euren Weg kennt. Jetzt muss ich gucken. Die Sonderfertigkeiten oder sowas. Wo war denn das Talent? Talent Ritter und Schwimmer. Schwimmer. Kartograf Gefahrensinn. Ja, komm, dann geben wir ihm solche hier noch den Gefahrensinn. Komm, und Belly auch. So, jetzt haben die mehr Talente, genau. Ach, es war ja Orientierungssinn, nicht Gefahren. Ja, ich laber wieder Blödsinn, aber ich weiß schon, was ich will. Das ist die Hauptsache. Für 500 Gold lehre ich euch Gefahren spüren. Gefahrensinn hat Yollum. Ja, komm, das können wir im Shena mal noch geben, ne? Wobei das natürlich, 500 Gold ist halt schon happig, aber das haben wir hier unten auch gefunden, ja. Tür öffnen macht der Shena, der ist ja schließlich unser Dieb. Glück lächelt euch an. Heißt das, er hat jetzt den Glückswert erhöht gekriegt? Ich weiß es nicht. Ist auch gar nicht so wichtig, Hauptsache es passiert was, ne? Okay. Wo kommt denn die Miederflows jetzt her? So, jetzt hier und dann ein Schritt nach drüben, genau. Ja, komm. Lasst bitte den... Jetzt kann der Shena nicht mehr untertauchen. Shena, warum musstest du K.O. gehen? Okay, ein Dreierteam Goblins. Mittlerweile kein Problem mehr. Also da sind wir jetzt wirklich routiniert schon. So, auf Leertaste kann man übrigens eine Runde Pause machen. Wenn man da Feinde nahen sieht, ist das manchmal ganz hilfreich. Weil die nähern sich dann vorsichtig. So, da habe ich jetzt Yollum tauchen lassen. Das hat wieder geklappt. Muss man aufpassen, könnte wehtun. Jetzt darf auch mal Behemoth tauchen. Behemoth, du bist ein besserer Schütze geworden. Hat sich wohl dein Genauigkeitsattribut hat sich erhöht, ja. Glück muss man haben, ne? Hier war angeblich eben Gefahr. Okay, ist wahrscheinlich eine Geheimwand gewesen da hinten. Jetzt lassen wir mal Belly untertauchen, oder? Belly findet 200 Gold. Gut, machen wir hier mal auf. Da kommt bestimmt gleich was durch. Oh, wow, wow. Ja, gut, und weil ich hier so ultra, ultra clever war, wollte ich einen Sidestep machen über den Nummernblock und habe leider meine Mute-Taste erwischt und muss deswegen hier nachbetonen, ne? Also an den Beilen, da kann man später mit einem Zauberspruch ein bisschen vorbeihüpfen, aber den Zauberspruch haben wir noch nicht. Und natürlich haben wir noch eine Runde geknackt, weil sonst können wir nicht richtig kämpfen. Ja, gegen das dreckige Gesocks. Ja, gut, ein bisschen Gold nehme ich gern mit. Kranion bewahrt das Passwort. 5 Schädel geben es euch, okay? Der Alter von Sufe sagt, was? 200 Gold, um schwimmen zu lernen. Ja, dann gucke ich mal, wer nicht schwimmen kann. Ja, da haben wir doch noch ein paar, ne?
Dann wäre das eigentlich eine gute Idee, das zu lernen. Vor allem gibt's später öfter Stellen, wo man wirklich nur weiterkommt, wenn man schwimmen kann, weil sich da manche Sachen auf so kleinen Inselchen befinden. Okay, ich hoffe, dass das jetzt die schwierigste Stelle im Dungeon war, dass nicht mehr so viele... Was? Welches ist mein Wort, wenn ihr jemals die andere Seite seht? Was? Der Tod! Der Tod! Der Grim Reaper! Was ist sein Wort? Das Lachsfilet war vergiftet! Hahaha! Ja, der Tod. Okay, das war nicht die richtige Antwort. Boah, finden wir das hier irgendwo an der Wand? Das könnte nämlich sein, deswegen gucke ich mich da mal um. Ja, nee, das Schwimmen haben wir ja schon gelernt. Brrr. Okay, was mache ich denn jetzt? Ja, zurückgehen, ne? Mich filetieren lassen. Könnte ich bitte noch so frische Paladins-Hocks haben? Nein! Heute nicht, heute nicht. Ja, ich könnte Geheimtüren suchen, ne? Auch wenn ich nicht weiß, ob da welche sind. Was steht im Süden, um den Rattenlord zu finden? Ist das die Scheißbagage, die doch immerhin als Fernseh knödelt? Fernseh kennt man doch hier doch gar nicht, ne? Wir haben hier vielleicht magische Kästchen, so à la Terry Pratchett, ne? Aber richtige Fernseher glaube ich nicht, was einige Charaktere werden sterben. Ja, das klingt schon mal gut. Das ist bestimmt das Gift. Ja, scheiße. Dann versuche ich jetzt schnell genug zurückzukommen, mich zu heilen, dass die nicht am Gift sterben. Und falls sie doch sterben, wissen wir ja, es wird nur ein bisschen teuer. So, wie viel wollt ihr denn? Wie viel wollt ihr denn? Ach so, ich weiß gar nicht mehr. Oh. 340. Wir haben 2856. Meint ihr das ernst? Ach, aber wenn sie halt den normalen Weg gehen, also wenn sie halt einfach verrecken, ne, dann wird es ja noch teurer. Ah, das reißt wieder Löcher in die Geldbörse. Wir haben nur noch gar nichts. Wir sind doch Hartz-IV-Abenteurer. Oh, scheiße. Und die Polsterrüstung ist natürlich auch noch kaputt. Gut, dann können wir auch gleich noch reparieren gehen und dann geht's wieder ins Loch, ne? Naja. Ich wiederhole mich ja. Aller Anfang ist schwer, ne? Ja. Also, wir gehen halt reparieren, ne? Und dann mit frischer Mut und mit frischer Kraft wieder dran. Andererseits könnte ich natürlich auch hingehen und versuchen, noch so ein paar Goblins zu wickeln vor der Stadt. Die verlieren ja ein bisschen Geld, ne, und geben ja auch EP. Ach, die Axt, ich glaube, die kann ich mal verkaufen, weil die benutzt man nicht mehr, ne? Wenn man eine Korallenhammer-Axt hat, dann braucht man die normale Stink-0815-Axt, die braucht man nicht mehr. Und überhaupt, wir haben ja leider nicht so viel Beute gemacht, dass ich da groß was verkaufen könnte. Tja, munter ans Werk, Mr. Freeman, munter ans Werk. Wie ich zu sagen pflege? Nein, das war der G-Man. Jetzt will ich so reden. Oh. Ach, scheiße, mein Mikro war gemutet. Scheiße. Scheiße, tut mir leid, warum war mein Mikro weg? Ja, jetzt hat er den Chat gelesen. Ach, scheiße, Leute, jetzt war mein Mikro weg. Da muss ich ein bisschen nachvertonen. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, shit, wie lange habe ich denn jetzt ohne Mikro erzählt? 2 Minuten? 3 Minuten? Oh, shit. Ja, das ist live, da passiert das, ne? Aber solche kann aufsteigen, super. Belly kann aufsteigen, Yolum kann aufsteigen, Chena kann aufsteigen, Behemoth braucht noch, Ozzel kann aufsteigen. So, Stufe 4. Oh, scheiße. Ja, da darf ich nachvertonen. Mein Gott, das passiert, aber locker 3 Minuten, shit. Und Yolum glaubt sogar länger. Scheiße! Warum habe ich nicht auf den Chat geachtet? Verdammt! Ja, das darf ich dann nachvertonen, egal. So, bitte noch ein paar Goblins oder so. Irgend so ein bisschen 0815-Scheiße zum Vertrimmen. Ja, Ork müssten wir jetzt auch packen, auch wenn es 2 sind. Jawohl. Elementarpfeil. Ja, wie viel Mana habe ich jetzt? Ich habe jetzt 12. Das ist auch nicht die Welt. So. Aber zum Glück, diese kleinen Zauber, die brauchen noch keine Edelsteine. Ach, guck mal, da ist ein Schloss. Vielleicht sollten wir da gleich mal reingehen, wenn wir schon mal da sind. Weil ich weiß selbst nicht mehr, was man da alles genau wie wo machen muss. Das ist zu lange her. Deswegen ist so ein Blast from the Past ist doch immer wieder schön. Vor allem, wenn das Mikrofon läuft. Dürften sogar 4 Minuten gewesen sein. Ah, das Banner der weißen Schwingen weht im Wind hoch über den Turm von Schloss Whiteshield, ja. Eine Wache ruft von der Schlossmauer. Nur Kreuzritter dürfen das Schloss passieren. Ah, ich glaube, den Titel, den konnte man sich irgendwo verdienen. Ja, komm, lass den Ork mal herkommen. Der kann natürlich durch den Wald gehen, ich nicht, ne? Aber wir können mit dem Pfeilen reinschießen. Super. Jetzt sag ich nicht, wir nicht, ne? Die ganze Gruppe nicht. Ach, ich weiß auch, warum ich gemutet war. Ah, ich wollte da unten einen Sidestep machen und hab geguckt, ob das auf dieser Taste geht, wo zufälligerweise mein Muten liegt und hab nicht dran gedacht. Ja. Na gut, Fehler, dafür muss man bezahlen, dann lernt man sie nicht mehr zu machen, ne? Ach, hier. Nimm mal den Elementarpfeil. Ja, war wohl nix. Nein, solche kann gut und gerne im Nahkampf angreifen.
Zaubern, 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 zaubern. Okay, ich glaube, wir sollten zurückgehen in den Ort. Ja, da wir jetzt alle schwimmen könnten, könnten wir auch durchs Wasser gehen. Aber ja, wir brauchen ja neue Nahrung. Aber wenn ich jetzt schlafen gehe, dann hat die Schenke schon wieder zu, ne? Aha. Vielleicht gehe ich draußen schlafen und, ja, kämpfe dann nochmal gegen was. Na toll. Ja, Solch und Belly müssen uns verteidigen. Okay, Yollum ist auch wach geworden, gut. Okay, jetzt haben wir Nahrung für 0 Tage. Da müssen wir bei Nacht auf jeden Fall in die Stadt zurück und in der Schenke was kaufen. Ach, Ossel. 4 Minuten lang hier. Anfänger, du Anfänger. Guck mal, da drüben stehen Orks, die kommen nicht zu uns rüber, können keine Pfeile verschießen. Haha. Ja, dafür ist Fernkampf praktisch. Wie gut, dass wir 3 Charaktere haben, die Fernkampfwaffen verwenden können. Ich meine, nicht jeder kann jede verwenden, aber es ist trotzdem gut hier. So. Haha. Ja, ich weiß, ich speichere zu oft, aber hier am Anfang, da bist du so schnell hinüber, ne? Oh, scheiße, da ist ein Ork dabei. Könnt ihr mal bitte erst die Goblins ausschalten und dann kümmern wir uns um den Dicken, genau. Hier, Elementarpfeil. Aber guck mal, wie wir jetzt schon durch die durchfegen, ne? Da hat sich was getan. Wirmut hat den Ork eben sogar im Nahkampf umgehauen. Oh, zu viele Orks, zu viele Orks. Genau, Goblins, das ist eher unsere Größe im Moment. Ah, da drüben sind Feen. Nee, die zaubern ein bisschen zu arg. Hier, genau, nimm mal den Ork noch mit. Ihr hascht einen flüchtigen Blick von etwas, das in den Zweigen der Bäume versteckt ist. Suchen? Ja, wir fanden einen Speer. Das weiß ich nicht. Ist der Speer gut? Ist ein Messing-Speer. Der hat immerhin irgendwas zusätzlich als zusätzliche Fertigkeit. Aber ich glaube nicht, dass der Paladin damit umgehen kann. Doch, ist eine einhändige Waffe. Okay, dann kriegst du mal den Messing-Speer, bis wir was Besseres finden. Ja, da war es auf einmal Stille. Das sind wir bei dir nicht gewohnt. Ja, ich habe auch schön erzählt, aber halt mit mir selbst. Hey, diese Wiese ist echt gut. Da sind so viele Goblins drin. Kann man echt gut leveln. Haben wir nicht, hat nicht jemand Erste Hilfe mittlerweile? Ja, doch, Behemoth hat Erste Hilfe. Da können wir den Yollum nochmal aufwecken, genau. Hier, komm. Heil mal alle so ein bisschen. Super. Super. Ja, man sieht schon, es tut sich langsam was bei uns, ne? Wir leveln. Oh, da ist eine Hütte. Da gucken wir auch gleich mal nach. Wenn das jetzt so ein Monsterhort wäre, ne? Dann könnte man den kaputt machen, der bringt dann erstmal ganz viel EP. Eine großräumige Hütte aus Zweigen und trockenem Schlamm. Einfache Baumöbel sind die einzigen Bewohner der Hütte. Also gibt's da gar nichts Besonderes. Ja, gut. Okay, hier durch den Wald können wir durchgehen, weil genug Leute von uns Orientierungssinn haben. So, eine großräumige Hütte aus Zweigen. Tausende von Spatzen, die auf den Ästen um euch sitzen und sprechen durch das Flattern ihrer Schwingen. Ikarus, das letzte Einhorn, liegt hier begraben, aber sein Ende ist noch lange nicht gekommen. Nur wenn das goldene Alikorn zum Schrein gebracht wird, wird er von seiner dunklen Vergangenheit befreit sein. Wollt ihr das verlorene Relikt suchen? Ja, natürlich, gerne. Das Alikorn ist irgendwo in den Sumpfländern versteckt. Bringt es zurück, um Ikarus zu befreien. Gut. Solche, gucken wir mal, ob du Erste Hilfe auch noch hast. Sehen wir ja gleich. Ja, du hast auch Erste Hilfe, gut. Aber du hast nicht so viel Mana wie der Yollum. Das ist das Problem. Oh, die Viecher, die können einen... Ja, genau, die können einen verrückt machen. Da hat man dann so ein blödes Gesicht. Und die Verrücktheit, die kann natürlich auch tödlich sein. Muss man also wieder in der Stadt heilen lassen. Später kann man das alles selbst, wenn man die Zaubersprüche gelernt hat. Aber die haben wir noch nicht. Bitte, bitte, bitte. Ja, mach die Faust, Behemoth. Und ich mach hier den Elementarpfeil. Die machen Energieschaden. Ja, wenn man da jetzt ein Energieschild hätte, ne? okay. Ja, die verlieren wenigstens Edelsteine, ja. Jetzt sind wir alle irre. Das ist halt saublöd. Oh, und geh darauf die Genauigkeit. Chaos passiert. Chaos happens. Soll das sowas wie Shit happens sein? Magiezone. Okay. Versuchen wir den noch zu killen. Wir können auch die Zauber auf Entfernung abfeuern, aber es bringt nicht so viel. Ja, wenn wir die Pfeile haben, versuchen wir es mit den Pfeilen. Aber die Gesichtsausdrücke, ne? Das ist herrlich. Ja, genau, Behemoth schreibt's gerade. Das Gesicht XDDDD. Da ist sogar was im Berg, aber wir können noch nicht klettern. Ich will zurück zu den Goblins, die sind einfacher. Aber vielleicht stinken sie auch ein bisschen mehr. Ach, guck mal, da kommt ein Ork. Ein Ork ist auch gut. Ork ist fine too.
Okay, da haben wir nicht so gut getroffen mit den Fernkampfwaffen. Beam und Faust, jawohl! Solche Faust! Yeah, solche Faust! Yeah! Es wird. Oh. Das sind mir jetzt vielleicht zu viele Orks, obwohl wir haben gelevelt, ne? Komm hier, Elementarpfeil. Warum treffe ich nicht, verdammt? Habe ich so wenig Genauigkeit oder was ist da los? Ja, und somit endet die zweite Folge von Let's Play, beziehungsweise Let's Stream Might and Magic 3 Isles of Terror, die Inseln von Terror. Und ich würde sagen, wir haben schon gehörig zugelegt, also im Vergleich zur ersten Folge, ne? Ja, da kommt eine Riesenratte und schon bist du tot, ne? Und jetzt haben wir schon einiges an Goblins und Orks geschlachtet. Und auch diese paar Schreier, aber da bin ich im Moment froh, wenn wir denen nicht mehr begegnen, weil unsere Leute, die sind noch sehr anfällig. Ihr habt ja gesehen, wie schnell die verrückt geworden sind. Ein, zwei Attacken und dann war die ganze Crew total durch. Nicht zur Nachahmung empfohlen, ne? Also ich hoffe, dass das auch später noch besser wird. Ich meine, weiß ja, dass es besser wird. Ja, ich kenne ja ein bisschen was von dem Spiel. Aber dahin muss man halt erstmal kommen und der Weg, der ist steinig, hart und lang. So ähnlich wie der neue Speer, den solcher hat. Ja, cool. Keine Peniswitze im Outro, bitte. Jo, also wenn der Kosmos gut zu mir ist, dann hat euch diese Folge ein bisschen gefallen, ne? Und wie so oft möchte ich mich auch wieder ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Vor allem bei denen, die mir treu geblieben sind über diese Durstzeit, ne? Über diese Durststrecke, wo ich auf den neuen PC und auf die Reparatur und so weiter gewartet habe. Das hat sich ja über einen Monat gezogen, also November, Dezember war so gut wie gar nichts bei mir. Dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Der Ossel sagt, Peace out, ich bin draußen. Das ist doch gar nicht dein Slang. Ach, egal. Bis dann.